Hallo ihr Lieben, wir machen jetzt eine Mobilisierung der Schulter. Dafür bringen wir unseren Empfänger in die Seitlage oder bitten ihn oder sie. Ich steige mit einem Bein rüber, nehme den Arm und klemme das Handgelenk erstmal jetzt ein bisschen hier zwischen Oberschenkel und Bauch. Ohne es zu quetschen, kann ich es hiermit quasi halten als dritte Hand. Ich richte mich parallel zu meinem Finger aus und kann jetzt hier die ganze Schulter zwischen meinen Händen nehmen. Und beim ganzen Körper aus meinem Hara heraus Kreise machen. Hier fühle ich auch wieder wie bei der Hüfte, wo die Kreise irgendwo haken, wo es Widerstände, Blockaden gibt oder Einschränkungen. Ich kann das auch mit kleinen Kreisen anfangen und dann größer werden, öffnend oder schließend. Schaue ich, ob ich hier den Bewegungsradius etwas vergrößern kann. Und hierbei halte ich die Schulter ganz stabil. Mit meinen Handballen kann ich noch etwas zusätzlich Druck aufbauen, womit die Muskulatur schon mal anfänglich gedehnt wird, indem ich dann hier in große Kreise gehe. Dann können wir hier eine Trapezius-Dehnung mit einbauen, indem ich hier mit meinen Fingerspitzen, Fingerballen einfach die Schulter nach hinten ziehe. Kann ich auch dynamisch machen, indem ich das in die kreisende Bewegung mit einbaue. Und hier lehne ich mich mit meinem ganzen Körper nach hinten. Okay. Jetzt drehe ich mich seitlich zu meinem Empfänger. Mein linkes Knie ist aufgestellt. Ich stütze mich ab und kann jetzt hier Kreise machen. Mit dem Daumen und dem Mittelfinger kann ich das Schultergelenk quasi im Gelenkspalt kann ich das arretieren. Und hier so eine Gegenbewegung machen. Zu guter Letzt bringen wir den Arm aus. So nach innen hin. Ins Handgelenk. Ich finde einen stabilen Stand, nehme sein Handgelenk zwischen meine Handgelenke und richte mich auf. Und dabei ziehe ich so das Gelenk und die ganze Schulter ein bisschen nach oben. Macht er Platz.
Ich wechsle meine Knieposition. Linke kommt nach oben, rechts nach unten. Halte den Unterarm. Und jetzt kann ich meine ganzen Handfläche unterhalb der Achselhöhle, ganz nah an der Achse, den Rippenbogen fixieren. Unterstützt durch mein Bein. Ich fixiere und lehne mich hier rein. Das bewirkt eine Komprimierung des Brustkorbs erstmal, was zur Folge eine Expansion mit sich bringt. So. Dann zuletzt auf dieser Seite legen wir den Arm auf die Hüfte und können mit unserem Gewicht den Arm insgesamt etwas längen, in die Länge dehnen. Jetzt arbeiten wir in der Schulter. Ich lasse den Simon mal umdrehen, einfach nur damit ihr das besser sehen könnt. So, ich setze mich direkt in den Rücken. Somit unterstütze ich meinen Empfänger und er kann sich direkt an mich anlehnen. Ich nehme wieder den Arm. Diesmal lege ich den Unterarm auf meinen Unterarm ab, nehme die Schulter. Das ist eine alternative Weise der Rotation der Schulter. Allerdings flabbert der Arm hier relativ stark rum. Deshalb ist das nur jetzt so sinnvoll, wenn ich an der Schulter arbeite, also am Schulterblatt. Ich öffne Schulterblatt. Also ich ziehe es nach vorne. Nehme jetzt meine zwei Finger oder meinen Daumen. Stütze mich dabei ab. Kreiere einen Fixpunkt. Und jetzt schiebe ich das Schulterblatt über meinen Daumen. Finde einen neuen Punkt zwischen Schulterblatt und der Wirbelsäule. Da, wo die Muskulatur ganz oft schön fest ist. Und ich lehne mich weg und nehme die Schulter mit mir. So wandere ich das Schulterblatt bis nach unten hin. Wenn mein Empfänger hier relativ viel Luft hat, dann kann ich auch mit meinen ganzen Fingern, sofern ich nicht zu lange Fingernägel habe, ansetzen und die Schulter auf meinen Finger drauf tun. Jetzt habe ich wieder hier den Hebel. Mein Handrücken liegt auf meinem linken Schienbein auf, Oberschenkel auf. Und jetzt kann ich mich hier reinlehnen. Flügel putzen. Kann ich sogar kreisen, ein bisschen dynamisch das Ganze gestalten. Und zum Integrieren
bisschen warm rein. Als letztes nehme ich den Arm, lege ihn mir hier hin. Und jetzt wollen wir Pectoralis Muskel, also die Brustmuskulatur, dehnen, die oft einfach verkürzt ist und dadurch unsere Schulter und Schulterblätter restriktieren in der Bewegung. Dadurch, das ist schon mal eine anfängliche Öffnung. Und jetzt lege ich meine Hand hier unterhalb des Schultergelenks. Stütze mich ab und lehne mich da langsam rein. Hier kann ich spüren, wie mit jeder Ausatmung eines Empfängers sich die Muskulatur mehr entspannt. Auch hier versuche ich nichts zu forcieren. Sondern bringe die Einladung mit, sich hier zu öffnen. Und hier zum Abschluss entlang der Wirbelsäule und das dann alles auf der anderen Seite.